Hallo, hallo, hallo. Noch zu vorgerückter Stunde, je nachdem, wann du es anschaust. Vielleicht erwischt mich hier auch jemand live hier. Wie du aufhörst, dich auszubremsen und wirklich andere Resultate in deinem Leben erzielst. Das ist das Thema. Da ist mir heute Morgen mal wieder was so bewusst geworden, als ich am Strand war. Oh, ich sehe, ich habe Zuschauerinnen schon. Die Nicole sieht zu. Hallo, liebe Nicole. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Schenk mir mal Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich das weiß. Ist gerade die einzige, die ich hier sehe. Also im Chat hier sehe. Sehen tue ich viele. Das ist mir heute Morgen so bewusst geworden. Also wir waren heute Morgen in einem Strandbereich ins Wasser gehüpft. Wo so der Touristenbereich normalerweise ist. Und die Saison hat ja auch hier auf Zypern jetzt, ist ja auch hier auf Zypern schon beendet. Schon beendet ist gut. Wir haben den 20. November, aber das Meer ist immer noch so herrlich warm und es ist auch tagsüber so herrlich warm noch, dass es einfach genial ist, morgens ins Meer zu hüpfen. Das liebe ich einfach. Und so, ja, während der Haupttouristenzeit ist das so ein Strandabschnitt, wo ich morgens eher weniger zu finden bin, sondern mehr so in einem anderen Bereich, wo sich tatsächlich keine Touristen hin verirren, sag ich mal. Da sind mal ein paar Einheimische, aber meist nur ich selbst. Also ich, mein Mann, unsere Tochter, wer auch immer gerade so dabei ist. Aber jetzt lieben wir einfach zurzeit auch so den Bereich, wo die Touristen normalerweise auch zu unterwegs sind. Ein paar Liegestühle sind noch da, ansonsten ist da schon alles abgebaut. Die Lokale, die haben natürlich auch auf, die haben auch Überwinter auf, Inside dann eben. Und da gibt es eben eine Umkleide auch. Und ich habe das schon öfter beobachtet und heute Morgen ist mir das so bewusst geworden und das würde ich gerne mit dir teilen. Zu deiner Inspiration, um aufzuhören, so wie ich das hier auch als Überschrift genannt habe, dich auszubremsen und ja, wirklich Resultate, andere Resultate in deinem Leben erzielst. In dieser Umkleide habe ich schon so oft morgens tatsächlich Frauen gesehen, die aus dem Meer hüpfen, in die Umkleide gehen. Und top gestylt die Umkleide verlassen. Mit anderen Worten, von ihrem Outfit her, mit Stöckelschuhen, schickstes Outfit, damit sich, und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, davon gehe ich einfach mal aus. Ich habe damit keiner persönlich gesprochen, aber ich vermute das einfach mal, die sich dann anschließend ins Auto hocken und ins Büro fahren, also auf den Arbeitsplatz. Ich habe auch schon einige Männer gesehen, die aus dem Meer hüpfen und top gestylt aus der Umkleide rauskommen, mit Anzug, mit Nadelstreifen und dann, ja, vermutlich halt anschließend ins Büro fahren, zur Arbeit, was auch immer sie machen. Ich gehe mal davon aus, dass das ist eine interessante Ansicht, dass ich nicht in die Umkleide reingehe, um meine nassen Badesachen auszuziehen, mich schick style, wir Frauen dann auch noch schminken, die Haare schick stylen, um dann nach Hause zu fahren. Das mache ich ja dann eher zu Hause. Also ich gehe in die Umkleide, ziehe die nassen Sachen aus und habe ja dann noch meine bequemen Kleider dabei, bequeme Sachen dabei. Entweder wir fahren direkt nach Hause oder wir genießen halt noch ein bisschen Zeit und setzen uns dann noch ins Café, je nachdem. So, warum teile ich das mit dir? Warum sage ich dir das? Wir erzählen uns entweder die Geschichte, ich kann während der Woche nicht morgens ins Meer hüpfen, weil ich ja arbeiten muss. Ich kann das nur am Wochenende, weil dann habe ich ja frei. Oder ich kann mir die Geschichte erzählen, gerade weil ich von Montag bis Freitag ins Büro gehe und um 9 Uhr mein Dienst da beginnt und ich fit sein möchte tagsüber, meinem Körper etwas Gutes tun möchte, und zwar jeden Tag, stehe ich morgens ein bisschen früher auf,
hole meine Büroklamotten und meine Schminke und alles, was es braucht, auch die High Heels, was auch immer, mit, hüpfe ins Meer, um mich anschließend zu stylen und von dort aus ins Büro zu fahren. Mit anderen Worten, wenn du radikal ehrlich zu dir bist, wie sehr erzählst du dir bis eben noch die Geschichte, weil dies oder jenes ist, kann ich dies oder jenes jetzt nicht machen? Beispiel, weil ich alleine bin und keinen Partner an meiner Seite habe, kann ich es mir jetzt nicht erlauben, meinen eigenen Weg zu gehen. Mit einem Partner an meiner Seite wäre es ja viel einfacher. Andere erzählen sich die Geschichte, weil ich einen Partner an meiner Seite habe, der nicht in die gleiche Richtung will wie ich, der da nicht mitzieht, der zufrieden ist mit seinem Leben. Deshalb kann ich jetzt nicht meinem Herzen folgen. Oder weil die Kinder jetzt gerade noch in der und der Schulklasse sind und ich die nicht aus der Schule rausholen kann oder will, weil die ja ihren Schulabschluss machen möchten, deshalb ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder. Wenn du radikal ehrlich zu dir bist, dann sind in der Richtung wahrscheinlich so einige Geschichten in dir drin, wo du bis eben die Schranke unten lässt und dir nicht erlaubst, wirklich, 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 wirklich alle Ablenkungsmanöver mal beiseite zu lassen und wirklich mal in dem freien Leben anzukommen, von dem du eigentlich schon so lange träumst. Wo du mal Versuche gemacht hast, naja, das wäre ja ganz schön, wenn, und dich dann wieder zurück in dein Schneckenhaus gezogen hast. Was wäre, wenn du mal so in der Kommunikation mit dir selbst bist und dir mal das Gegenteil von dem beginnst zu erzählen? Das Gegenteil von dem, was dein Kopf dir sagt, und du ihm einfach mal sagst, was wäre, wenn es jetzt doch möglich wäre? Habe ich auch heute Abend gleich nochmal an mir gemerkt, wo ich gerne in eine Mastermind hüpfen würde, die vom Investment einfach gerade so außerhalb meiner Vorstellungskraft, meiner Komfortzone ist. Also ich bin immer seit Jahren dabei, ständig in mich zu investieren. Und hier kenne ich so ein bisschen die Preise, also den Energieausgleich. Und das geht in den sechsstelligen Bereich rein. Also da ist der fünfstellige Bereich Peanuts. Da geht es wirklich in den sechsstelligen Bereich hinein. Wo ich mir aber, ja, so die Geschichte erzähle, die ganze Zeit schon, brauchst du das jetzt wirklich? Kann ich mir das jetzt erlauben? Und. Und jetzt habe ich einfach heute Abend die Entscheidung getroffen. Ich gehe jetzt in diese Richtung. Da ist Next Level jetzt angesagt und entscheide mich dafür. Und dann wird das Universum mir den Weg zeigen. So habe ich auch früher Entscheidungen getroffen. Instinktiv. Auch wenn das Geld gerade nicht da war für das Coaching, für das Mentoring, wenn ich gespürt habe, das ist jetzt genau das Richtige, das bringt mich definitiv den entscheidenden Schritt in meinem Leben weiter. Dann habe ich es gebucht und das Universum ist in Bewegung gekommen und es hat immer funktioniert. Hätte ich mir aber die Geschichten erzählt, erst wenn dann, egal jetzt welches, erst wenn dann, bla 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 bla, dann würde ich wahrscheinlich heute noch unglücklich im öffentlichen Dienst am Arbeitsplatz hocken und ist das Licht ausgegangen. Und ja, wäre keinen Schritt weiter. Geschweige denn, dass wir mit der Familie uns frei auf der Welt bewegen würden. Geschweige denn, dass wir mit der Familie hier jetzt auch auf Zypern sind, eine schicke Wohnung hier haben und morgens am Tisch zusammen beim Frühstück Pläne schmieden, wo es jetzt in diesem Jahr noch überall hingeht, welche Reisen dieses Jahr noch anstehen und was nächstes Jahr alles noch so ansteht, wo Ziele avisiert sind. Also, wie sehr erzählst du dir bis eben noch Geschichten, dass gerade etwas jetzt nicht geht, weil,
und kommst keinen Schritt weiter oder dir die Geschichte erzählst. Hat mir gerade heute noch mal eine wunderbare neue Akademikerin erzählt. Ich habe schon so viel in mich investiert. Jetzt erst recht. Jetzt mache ich die Schranke auf und jetzt geht's weiter in eine andere Richtung. Ich lasse mich jetzt nicht davon abhalten, dass ich schon viel in mich investiert habe. Und das ist auch so ein Fehler, den viele dann machen. Jetzt müssen schon erstmal nochmal andere Resultate da sein, bevor ich wieder in mich investieren. Dann geben wir immer dem Geld auch die Macht über uns. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast den Impuls, etwas zu machen. Es kribbelt. Du würdest es gerne machen. Du entscheidest dich dafür. Und zeigst dem Universum damit ein Commitment. Ich will da jetzt gehen. Ich will Next Level erreichen. Und das wird dann auch alles verändern. Mit allem, was für dich dazugehört. So machst du die Schranke auf. Und das unterscheidet auch diejenigen, die von A nach B in ihrem Leben kommen, die andere Resultate erzielen, oder diejenigen, die feststecken und eher denken, ja, es wäre ja schön, wenn, oder rückblickend vielleicht auch mal denken, hätte ich doch nur. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben einen freien Willen. Jeder von uns hat einen freien Willen. Ich kann dir nur anbieten, trau dich, komm in die Akademie, lass dich begleiten. Schau dir auf der Seite irmgard-bronda.de/Begleitung die verschiedenen Möglichkeiten an. Schau, wo es kribbelt, schau, wo du dich am meisten hingezogen fühlst. Und wenn du unsicher bist, buch dir halt erstmal noch ein Beratungsgespräch, wo wir gemeinsam erstmal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin. Und auch da kann ich dir nur sagen, was ich dir empfehle. Aber entscheiden für dich, für dein freies Leben, da wo die Reise hingehen soll und dir da auch die Anleitung dazu zu holen, das kannst nur du, das kann niemand anderes, weder ich noch sonst jemand. Ja? Und das Universum winkt da so mit dem Zaunpfahl und zeig dir die Möglichkeiten, wie wenig siehst du es bis eben. Wie wenig siehst du es bis eben. Und das unterscheidet diejenigen, die im Leben wirklich von A nach B kommen, oder diejenigen, die halt stehen bleiben. Weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Es ist immer alles so, wie es ist. Die Frage ist einfach immer, wie willst du selbst es jetzt wirklich haben? Willst du da stehen bleiben, wo du willst, wo du gerade bist, es dir weiter gemütlich machen? So wie ich früher auch die Geschichte erzählen, naja, es geht mir ja eigentlich ganz gut und ach so, ist doch jetzt gerade so bequem und. Habe ich jetzt auch gerade die letzten paar Tage hier bei mir nochmal gemerkt, weil ich neue Visionen auch einfach entwickelt habe. Gleichzeitig beobachte, wie der Kopf mir erzählt, oh, jetzt hast du das hier erreicht, so schicke Wohnung hier alles. Family ist mit an Bord. Finanziell geht's doch wunderbar. Musst dir keine Sorgen mehr um Geld machen. Geld ist einfach irgendwie immer da. Und. Jetzt machst du doch mal gemütlich. Das widerspricht jeglicher Evolution. Wir sind hierher gekommen, um uns das Allerbeste zu gönnen. Wir wussten auf der anderen Ebene, bevor wir hier aus dem Bauch von der Mama oder dort erstmal eingecheckt haben, um wieder auszuchecken nach 9 Monaten, dass alles für uns möglich ist. Wir wussten, dass das Leben, das Universum immer an unserer Seite ist. Wir wussten ganz genau, dass wir große Pläne hier haben jetzt in dem Leben. Wir wussten, dass wir die auch realisieren wollen, bis dann mehr und mehr Schleier über uns gelegt wurden. Wie viel mehr kannst du dich daran jetzt nochmal auf einer gewissen Ebene auch erinnern, dass in deinem Leben, dass du ganz andere Pläne noch in dir trägst, als die du bis eben schon vielleicht erreicht hast oder wo du jetzt gerade angekommen bist. Egal wo du stehst, es ist immer deine Entscheidung zu sagen, yes,
Es ist jetzt nicht nur schön, wenn ich da rauskomme, sondern yes, ich will jetzt wirklich in meinem Leben etwas verändern. Für mich, für meine Liebsten, für all diejenigen, die mit im Boot sind. Und dann, let's go. Lass uns alles weitere gemeinsam machen. Du weißt, wie du mich findest. Du findest hier irgendwo in der Nähe von dem Video oder in den Futures, in der Bio, den Link. Lausch in dich hinein, was ist dein erster Impuls? Meld dich an, hüpf in die Akademie oder buch dir halt auch erst vielleicht mal ein Beratungsgespräch, wenn du unsicher bist, was wie wo, weil es einfach zu viel an Angebot ist. Und ja, lass uns alles weitere gemeinsam machen. Guck mal, es sind noch 6 Wochen nur bis zum Jahresende. Wenn du jetzt den Grundstein legst, 9 Jahr komplett neu durchstartest, was wird sich dann alles in deinem Leben verändern? Du hast immer die Wahl. Du entscheidest in die Richtung oder in die Richtung. Ich kann nur für dich da sein und dich an die Hand nehmen. Okay? In diesem Sinne, hab noch einen schönen Abend und schau, wo der Link ist, irgendwo in der Nähe vom Video in den Futures, irmgard-bronder.de/Begleitung. Und dann freue ich mich mega auf unsere gemeinsame Zeit in der Akademie oder vielleicht auch erstmal im Beratungsgespräch, wenn du unsicher bist, was ist jetzt das Richtige oder wie kann es funktionieren. Das werde ich erstmal noch mehr schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und was ist die wirklich 100% ideale Begleitung jetzt für dich, um dein Leben auf Next Level zu bringen. Ciao, ciao.